Guten Morgen! Heute ein Thema, was wahrscheinlich die wenigsten auf dem Zettel haben, was aber meiner Meinung nach sehr wichtig für die eigene Entwicklung ist. Irritationen. Ich hatte das Thema schon einmal tangiert in meinem Video, wie man Gedankenlosigkeit erzeugt. Das findet ihr oben in den Infokarten. Aber warum dies auch im realen Leben so wichtig ist und wie man das erreicht und warum ich deswegen meinen Instant Pot verborgen werde, das werde ich euch heute zeigen. Menschen haben in ihrer Kindheit eine Basis erlangt, wie sie das Leben betrachten und wie alles zusammenhängt. Je nach Bewusstheitsgrad bleibt diese Basis ein Leben lang erhalten. Oder man beginnt diese immer wieder neu aufzubauen. Diese Basis kann eine Religion als Grundordnung quasi haben, einen selbstliebenden Narzissmus, eine geldorientierte Grundhaltung, das Streben nach Erfolg oder eben auch einen gewissen Universalismus, auf entsprechend meist moralische Werte bezogen oder natürlich im Gegenzug auch einen Pluralismus. Es gibt unzählige Kombinationen von Werten, Ansichten und Gedanken, die eine feste Basis unter den Füßen geben, worauf man quasi dann eigentlich alles andere sein Leben darauf aufbaut. Es gibt Menschen, die haben noch keine Basis und sind entsprechend verwirrt und auch orientierungslos. Und entsprechend rate ich jedem Menschen erst einmal wirklich für sich eine Basis zu finden, um eben auch Stabilität zu finden. Und wenn diesem Streben nach Geld liegt oder den damit verbundenen Glaubenssätzen, dass Geld die Welt regiert, und dann ist das allemal besser, als wenn man gar keine Basis hat. Diese Basis wird von unserem Gehirn als Muster gespeichert, denn so kann man sich quasi unsere Arbeitsweise vorstellen, also die Arbeitsweise des Gehirns, dass alles was man erfährt, denkt und fühlt, wird immer wieder in dieses Muster eingeordnet. Und so verfestigt sich in den laufenden Jahren die Basis immer weiter. Verhaltensweisen werden automatisiert, Diskussionen laufen meistens ebenso automatisch ab und man hat eine Sicht der Welt und lebt stabil. Und es gibt für viele Menschen überhaupt keinen Grund, dieses Muster in irgendeiner Weise in Frage zu stellen, solange alles eingeordnet werden kann. Bis hierhin klar. Aber hin und wieder kommt es zu Erfahrungen und zu Erlebnissen, die nicht eingeordnet werden können, die den Menschen irritieren. Ich bin mir sicher, auch ihr habt schon Erlebnisse in eurem Leben gemacht, wo ihr nicht so recht wisst, was ihr damit anfangen sollt, die sich nicht einordnen lassen. Diese werden von dem Gehirn in eine Kiste außerhalb der großen Grundordnung einfach erstmal abgelegt. Und je nachdem, wie sehr ein Mensch neue Erfahrungen macht und diese auch aufgrund seiner Persönlichkeit forciert, kann es passieren, dass diese Kiste irgendwann so groß wird, dass man sie nicht mehr ignorieren kann. Auch hier ist es auch wieder unterschiedlich, wann dieses Level erreicht wird. Manche Menschen können zum Beispiel den eigenen Tod so lange ignorieren, bis er eintritt, und müssen ihn nicht einordnen, weil er in der Box liegt, die ignoriert wird. Aber eine Grundordnung zum Beispiel, wo Weihnachtsmann und Osterhase integriert sind, fällt den meisten relativ leicht zu überarbeiten. Also das mal zum Verständnis. Alles ganz normal. Aber wenn dann dieser Punkt erreicht ist, dass es einerseits viele nicht einordnbare Ereignisse gibt und andererseits seine Grundignoranz, die aufgrund der Bequemlichkeit in jedem Menschen vorhanden ist, und wenn diese überschritten ist, dann fängt man an, sich eine neue Basis zu bauen. Das sind die Situationen, wo Menschen sich von außen wahrgenommen plötzlich ändern. Die Menschen ändern sich natürlich nicht, sondern nur ihre Basis, ihre Grundordnung, auf der sie agieren. Aber aufgrund der im Leben immer größere oder mehr hinzukommenden Erfahrungen und auch der immer wiederkehrenden Neuerschaffung einer Basis, die damit einhergeht, nähert man sich im Laufe der Zeit der wahrgenommenen Wahrheit immer mehr an. Das geschieht quasi zwangsläufig. Man muss nicht der große Wahrheitssucher sein, um diesem Prozess zu unterliegen. Das ist ein ganz grundsätzlicher Zusammenhang, der auf Erkenntnisgewinn beruht. Wir benötigen also Irritation, um die Basis neu zu erschaffen und uns der universellen Wahrheit zu nähern, zumindest der wahrgenommenen.
Was ist aber, wenn man ein paar Irritationen in der Kiste hat, diese aber nicht ausreichen, um sein Denken und seine Basis komplett zu hinterfragen? Wir erinnern uns, wir brauchen eine gewisse individuell unterschiedliche Masse an Irritation, bevor wir anfangen, diese Basis neu zu erschaffen. Das ist der Mechanismus, wie es gern funktioniert. Und wenn man wie ich nicht so festgefahren existieren möchte, sondern sich immer weiter auch im Denken an die Wahrheit annähern möchte, dann will man eigentlich sich auch immer wieder neu justieren. Das ist so der Wunsch. Aber das funktioniert einfach nicht. Aufgrund der Wirkungsweise unseres Gehirns. Man schafft sich keine neue Basis, nur weil man das gerne hätte. Wenn man eine Basis hat, wo man gefühlt alles einordnen kann und man total überzeugt ist, dass das Richtige ist, also im Sinne, dass man sich der Wahrheit extrem angenähert hat, dann bleibt man darin, dann ändert man sich nicht. Auch wenn man denkt, dass man ein Wahrheitssucher ist, man hat ja gefühlt schon, man hat sie ja quasi gefühlt schon gefunden, sondern man schafft sich wirklich erst die Basis, wenn wir aufgrund von Irritationen dazu gezwungen werden. Der Bequemlichkeit sei Dank. Und ja, wie kann man nun trotzdem, trotz dessen, dass man glaubt, sich in der Wahrheit schon sehr nah angenähert zu haben, eine neue Basis schaffen? Ihr werdet es euch im Endeffekt jetzt schon denken können. Man schafft Irritation. Und Irritation schafft man, indem man wieder seinen Gefühlen, Überzeugungen, Handlungen und Ansichten agiert. Man agiert irrational, um das gesamte Irritationspotenzial seines Gehirns, also diese Kiste, über die Schwelle zu tragen, wo man wieder aktiviert wird, eine neue Basis zu schaffen. In den meisten Fällen werden die Irritationen, die bewusst dann hinzugeführt wurden, nach Schaffung der neuen Basis auch wieder in diese eingeordnet werden. Ja, quasi wie vorher handeln, also bevor man die Irritation als solche initiiert hat. Und auch das Argument, dass man ja weiß, dass man diese Handlung deshalb ausgeführt hat, weil man sich neu justieren möchte, dient dem Ziel. Denn damit ist die Handlung zwar einerseits in die Basis einordnenbar, obwohl sie irrational ist, aber wo sie natürlich erfreulicherweise die Priorisierung der nicht erzwungenen Neustrukturierung und Bewusstheit erhöht. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber andererseits bleibt die Handlung als solche trotzdem zu einem Teil irrational. Und aus diesem Grunde habe ich beschlossen, meinen Instant Pot zu verborgen. Der Instant Pot ist ein fester Bestandteil der Basis meiner Handlungen und Gedanken. Aber auch unwichtig genug, durch das Fehlen nicht meine Gesundheit anzugreifen. Also quasi eine tolerierbare irrationale Handlung. Für mein Gehirn und meine Gesundheit ist es eben irritierend, dass ich meinen Instant Pot verborge, obwohl ich ihn sicher alle 2 Tage nutze. Aber ich werde es tun, eben weil es irritierend ist. Und seit Mitte der 20er baue ich eben deshalb irrationale Handlungen in mein Leben ein, um dadurch die Möglichkeit zu erhalten, mein Denken neu justieren zu müssen, obwohl es ausgehend von der menschlichen Natur eigentlich gar keinen Anlass dazu gibt. Das funktioniert natürlich nur bei Menschen, das muss ich dazu sagen, die schon die Erfahrung gemacht haben bzw. in deren Basis sie bereits so weit fortgeschritten sind, dass sie das Denken des Menschen als beliebig formbares Wesen erkannt haben und damit die Manipulationsfähigkeit. Und entsprechend auch sicher sind oder anders ausgedrückt, die Demut in sich tragen, dass das Denken per se immer nur aufgrund der eigenen Persönlichkeiten, der Struktur des Denkens eine Annäherung an die Wahrheit sein kann, aber diese aufgrund der Begrenztheit des Denkens nie erreicht wird. Wer also in Leipzig wohnt und für ein paar Wochen meinen Instant Pot haben möchte, um ihn einfach mal auszuprobieren, kann ihn sich hier bei mir kostenlos abholen. Einfach mich unter Facebook anschreiben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video eine Inspiration geben, wie man sich ändern kann, obwohl man sich eigentlich gar nicht ändern will im Sinne von muss. Grundlage dessen ist, dass man wirklich das Hirn aktiviert, eine neue Basis zu schaffen und das Gehirn quasi dazu zwingt. Wäre im Endeffekt wirklich toll, wenn wir aus dem Spielzeug des Denkens irgendwann in unserem Leben auch eine gewisse Wahrhaftigkeit ableiten könnten. Dass es geht, also mit dem Denken sich zumindest der Wahrheit anzunähern, hat unter anderem auch Albert Einstein schon gezeigt. Alles in allem ist es sicher kein einfacher Weg, aber das Positive ist, jeder kann die Wahrheit erkennen.
Man muss nur aufhören zu denken. Das soll es für mich von mir heute gewesen sein. Ich freue mich auf morgen und bis dahin. Tschüssi.